Hallo, liebe Lotusiastinnen und Lotusiasten. Tja, hat sich wieder ein bisschen was getan hier in Sonnenburg und wir stehen hier an der Anstalle in Findorf. Also das Ziel ist nicht neu, aber Findorf hat jetzt KI-Verkehr. Der KI-Verkehr ist bei mir ganz, 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 ganz doll runtergedreht, weil er ist der Performance nicht zuträglich. Beziehungsweise, wenn ich ihn höher drehe, dann bleiben die Autos stehen und dann drehen sich die Räder nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem neu ist hier eine Buswendestelle. Die ist eigentlich für den SEV, falls die Straßenbahn mal gewartet werden muss, an der Fahrleitung und sowas. Muss hier auch mal SEV gefahren werden. Deshalb ist hier so eine schöne Haltestelle für den Ersatzverkehr aufgestellt. Ihr könnt natürlich auch Regionalbusse halten, falls wir die irgendwann später mal haben. Und vielleicht auch einbauen, weiß ich ja noch nicht so, was denn so an KI möglich ist. An der Fahrplan-KI. Im Moment arbeiten wir uns an die Fahrpläne heran. Der Erfahrung nach dauert es ein halbes Jahr, bis wir denn die Fahrpläne auch spielen können. Und da ist aber noch nichts von KI die Rede. Da ist nur von Fahrplänen für Spieler die Rede. Und nicht von Fahrplan-KI. Gut, mir wäre die Fahrplan-KI sowieso lieber gewesen. Deshalb haben wir ja jetzt hier so ein paar hausgemachte Probleme. Unter anderem, also ich erzähle dem Lotus-Spieler jetzt nichts Neues, aber wer zum Beispiel mal reinriechen will in Lotus, sollte wissen, dass sich die Community mehr oder weniger seit Erscheinen des Multiplayers eigentlich verlagert hat. Es findet nicht mehr allzu viel in dem offiziellen Lotus-Forum statt. Da ist vielleicht ein bisschen Support oder wenn die Entwickler mal für wen irgendwas gefragt werden oder falls die Entwickler die Community fragen, was sie denn als nächstes haben will, dann ist das Forum interessant. Ansonsten findet Community bei Lotus eigentlich mehr im Discord statt und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir seit einem Jahr ein Multiplayer haben. Das ist also ein hausgemachtes Problem. Ja, und viele hausgemachte Probleme ließen sich vermeiden, wenn man einfach anders entwickeln würde. Ist meine Meinung, aber in meine Meinung interessiert gar nicht. Ich sage, mir wäre der Fahrplan KI wesentlich we wichtiger gewesen als Multiplayer. Andere sind anderer Meinung, muss ich akzeptieren. Ja, jetzt haben wir den Multiplayer seit einem Jahr. Wir haben den Early Access Geburtstag vor 2 Tagen gefeiert. Da ist dann nichts passiert zu dem Early Access Geburtstag. Im Gegensatz zu dem Early Access Geburtstag vor einem Jahr, womit Bramborium der Multiplayer eingeführt wurde. ja, also die Erwartungshaltungen waren schon ziemlich hoch. Ja, und es freut einen so, dass es da wirklich eine Community gibt, die sich Gedanken macht und der es nicht langweilig wird zu diskutieren. Ich habe ja auch was Neues entdeckt. Habe ich gestern hochgeladen. Ich weiß zum Beispiel seit einer Woche, dass es hier für dieses Repaint, was ja mindestens ein Jahr alt ist, schon, nee, 2 Jahre schon alt ist, dass man hier einen Alpha-Kanal einfügen muss. Das weiß ich seit genau einer Woche. Und damit hat sich auch die Glänzerei der Sitztexturen endlich gelöst. Also die sahen ja vorher mal aus wie Durofol-Sitze. Jetzt haben sie scheinbar richtiges Polster. Wunderschön! Muss man natürlich wissen, dann kann man es auch einbauen. Aber es sagt einem keiner. Es ist wie immer in Lotus, es sagt einem keiner was. Und bei mir ist das sowieso, bei mir kommt das sowieso alles etwas später. Ich bin ja ein Spätzünder.
ein geistiger Spätzünder, auch so ein Spätzünder. Es ist jedenfalls jetzt bei mir angekommen und der Alpha-Kanal ist drin. Mir tut es nur für die Leute, die hier ständig irgendwie ein Repaint nach dem anderen rauswerfen, wie Würstchen sozusagen produzieren und die diese Repaints im Zweifel alle nochmal nacharbeiten müssen. Das hätte man gleich so vermitteln können, dass der Alpha-Kanal, der mit den normalen Templates zum GT6N mitgeliefert wird, ziemlich wichtig ist und dass man den einfügen muss irgendwo. Ja, also was machen wir heute? Also wir gucken uns natürlich jetzt hier diesen Findorf-Teil an. Findorf ist etwas schwerer erreichbar geworden. Das hatte ganz einfach den Grund, ich habe mich ein bisschen darüber geärgert, dass da so viele Langsamfahrstellen sind und dass dieser Überlandbereich, den man da befährt, dass der eigentlich ziemlich kurz ist. Der ist kürzer ausgefallen, als er mir eigentlich lieb war. Das entspricht eigentlich sozusagen der Länge der Strecken überhaupt auf der Map, aber es hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Deshalb habe ich gesagt, also da muss ich handeln, ich muss das verändern. Wenn es mir nicht mehr gefällt, dann gefällt es vielleicht anderen auch schon nicht mehr. Dann kriege ich das ja dann immer nicht so mit. So, also wir fahren jetzt mal eine Runde nach Niederwald. Zwei Rücktürke mal rausnehmen, fahren wir sowieso nicht. So. Also eine ganz normale Tour auf der A1 und ja, einfach mal so ein bisschen ratschen. Und ich habe mich heute auch ganz bewusst für den GT6N entschieden, weil da kann man auch schöne Figurchen mitmachen, die ich bis dahin noch nicht gewusst habe. Was ich zum Beispiel noch nicht wusste, ist, dass es hier dieses schöne VAG-Ibis gibt. Und dieses VAG-Ibis kann das, was das Berliner Ibis nicht kann. Es kann nämlich automatisch Haltestellen weiterschalten. Türabhängig. Also so wie wir das auch aus den Düsseldorfer Fahrzeugen gewohnt sind. Da das ja irgendwie hier mit dem Berliner Ibis nicht klappen will. Oder nicht eingebaut wird. Muss man sich dann halt mit einem Alternativ-Ibis beschäftigen. Dasselbe im Innenraum hier zum Beispiel habe ich jetzt mal andere Anzeigen verbaut. Es gibt auch noch andere Anzeigen, die habe ich jetzt hier nicht drin. Ebenfalls nach VAG, also nach Nürnberger Vorbild, da hat man dann hier an dem Mittelholm, hier wo ich jetzt hinblende, an dem Mittelholm, einen Bildschirm zu hängen mit dem Linienverlauf. Auch hübsch. Ja, die LED-Anzeigen am NGT, die sind schon etwas älter. Ich nutze sie in Sonnenburg allgemein in Gelb, weil wir ja mehr oder weniger bei den Zielschildern, im klassischen Zielsatz, den der Alexander gemacht hat, sind die auch verbaut. Schwarze Schilder mit gelber Schrift haben und, also, das ist nicht irgendeine gelbe Schrift, sondern es leuchtet gelb nach DIN-Norm. Und ja, das wird hier sozusagen imitiert mit dieser Amber-LED. Also in Gelb. Gibt das gleiche, gibt es auch nochmal in Weiß. Das passt hier allerdings nicht so, finde ich. Ja, wer das in Weiß nutzen will, kann das natürlich in Weiß nutzen. Was ihr auf eurer eigenen Map oder auf eurem eigenen Sonnenburg macht, das bleibt euch selbst überlassen. Das hier sind alles nur Serviervorschläge. Ja, auch meine ganzen Düsseldorf-Fahrzeuge, die zusammen mit Alexander erstellt sind, die Repaints, das sind auch alles nur Vorschläge in der Version. Ich hoffe mal, dass das möglich ist, die dann nachher KI-Verkehr hat, werde ich natürlich nur die Version vom GT6N bzw. vom GT6N in modernisierter Ausführung, die der Paul erstellt hat, auch bekannt unter dem Usernamen Artic,
Der hat eine modernisierte Version erstellt. Da sind dann übrigens die TFT-Monitore drin. Also die beiden werde ich dann sozusagen, die beiden Farbgebungen werde ich dann sozusagen einbauen. Ja, haben wir aber jetzt erstmal hier noch hier schnackt. Fahren wir erstmal vor und holen unsere Luftsäcke, also unsere imaginären Fahrgäste ab. Wir sind ja geübt in Lotus mit imaginären Fahrgästen. Gerüchte halber sollen nächste Haltestelle in der Entwicklung sein. Findorf. Markt. Die große Frage, der war jetzt ein bisschen früh, weil ich die Türen freigegeben habe. Das wollte ich jetzt nicht. Nächste Haltestelle. Findorf. Schule. Was heißt die nochmal? So, jetzt. Jetzt sind wir richtig. Ja, Gerüchte halber sollen ja KI-Menschen gerade in der Entwicklung sein. Zumindest Leute, die dann hier auf der Karte rumlatschen, denke ich mal. Weil, um sie mitfahren zu lassen, müsste man Haltestellen ja irgendwo markieren. Weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also, gut, Fahrpläne sind als nächstes gedacht. Da braucht man ja auch irgendeine Markierung für die Haltestellen. Kann sein, dass das irgendwie schon nacheinander mit in den Entwicklungsprozess einfließt. Also erst sozusagen die KI-Menschen, die schon mal einen, ich stelle mir das jetzt so vor, eine Art Haltestellenwürfel anlaufen und im zweiten Schritt dann sozusagen der Fahrplaneinbau, der dann auch wieder auf diesen Haltestellenwürfel zugreift. Das nächste interessante Spielchen wird dann sein, wo legen die KI-Fahrzeuge fest, in welcher Höhe des Würfels sie halten. Wir wissen auch noch nicht, ob es wirklich ein Würfel ist. Es kann durchaus was anderes sein. Naja, ich halte meine Klappe zu diesen Entwicklungsschritten. Kann nur einer was sagen, das ist der, der das Spiel entwickelt. Ich sollte mich da tunlichst raushalten. Mache ich auch. Ja, Vegetation kommt hier noch, also hier wird noch ein bisschen mehr Vegetation verbaut. Ich bin nur im Moment etwas gartenfaul, sag ich mal. Da brauche ich immer so einen Anschub, dass ich mal wieder Lust habe, irgendwie 5 Bäume zu setzen. Damit das nicht alles irgendwie 0815 aussieht. Es ist relativ wenig KI-Verkehr unterwegs, das hängt damit zusammen, dass es auf meinem Rechner zu Performance-Problemen kommt, wenn zu viel KI-Verkehr eingestellt ist. Deshalb drehe ich die KI-Zahl gewaltig runter auf 50% und auf maximal 200 Fahrzeuge. Hier in Findorf haben wir jetzt die Straßensplines, die provisorisch waren, mit Asphalttextur gegen Polygone getauscht. Deshalb ist es mir jetzt auch möglich, hier eine Gleiseindeckung zu verwenden. Also wäre vorher auch möglich gewesen, aber es wäre nicht fehlerfrei oder flackerfrei gewesen. Zum Dank dafür, dass ich die Türen vorhin freigegeben habe, sagt er mir jetzt alle Haltestellen ein später an. Ich hasse es. Nächste Haltestelle. Findorf. Schule. Nee, beim GT8S hier von Julian ist es so, wenn du da das Ibis einstellst und losfährst, sofort sagt er die Haltestellen an. Das riecht mich auch immer. Ups!
glaube, hier habe ich irgendwas. Nee, beim Splines irgendwie Höhe nachprüfen, bin ich ja aus Versehen auf den drauf gekommen. Ich kann mich sogar noch dran erinnern. Ich wusste bloß nicht, dass der denn so versaut ist, wenn man auf ESC drücken wird. Na, neue eingeschlittert. Dann habe ich meinen Omsi diese Tage nochmal neu aufgesetzt. Weil Pandemists-Objekte sind ja jetzt irgendwie mit verfügbar. Da hatte ich ein paar kleine Texturprobleme. Nächste Haltestelle. Ich meinem Omsi zugeschustert habe. Pandestraße. Aber wie man da eben oben am Dach gesehen hat, ist nicht unbedingt mein System, weil mit dieser Dachtextur stimmt nach wie vor was nicht, obwohl ich das neu aufgesetzt habe. Gestern, ach ja, das ist denn dieses Phänomen, wenn man das dreht, das, so ein ähnliches Phänomen gibt es ja in diesen Lampen hier auch. Da haben wir das ja auch, das war zu jeder Tages- und Nachtzeit, beziehungsweise aus anderen Richtungen immer eine andere Textur drauf zu liegen haben. Irgendwelche Nachttexturen zum Beispiel und dann irgendwelche Fenster, die dann hier auf dem Mast liegen. Beziehungsweise im Dunkeln strahlt die ganze Lampe weiß. Weiß ich auch nicht, womit das zusammenhängt. Ich finde die nur so schön, deshalb verbaue ich die, weil die in meine Zeit passen, ja. Und dann, je nachdem aus welchem Blickwinkel ich hier drauf gucke, wechselt die Dachtextur. Und das ist bei mehreren Objekten von Pandemist ist mir das aufgefallen und ich dachte erst, das liegt an meinem Lotus. Deshalb habe ich mal gesagt, wird mal Zeit, Lotus neu aufzusetzen. Aber hier Pracht hat es wirklich nicht so viel. Na, was ist denn das jetzt hier? Taurus. So, jetzt kommen wir auch schon an den neuen Überlandabschnitt. Hier sind wir immer über den Kontakt unter 20 km/h, weil sonst schaltet er nicht. Ob der schaltet, ist es denn auch noch so eine Frage, das ist Lotto, jetzt hat er mal geschalten. Ich habe im Lotto gewonnen, eine grüne Ampel. So, jetzt machen wir den neuen Überlandabschnitt. Nächste Haltestelle. Haselbaum. Das artet hier in Raserei aus, weil 40 km/h. Irgendeiner hat gesagt, er wird es aber auch Leute geben, die etwas schneller fahren. Er hat gesagt, ja, das können die gerne machen, wenn sie die Schaukelei wollen. Geht erstaunlich gut. Hier kommt noch Vegetation hin ohne Ende, also Mischwald. Aber wie gesagt, ich brauche dazu Energie. Im Moment ist bei mir irgendwie die Lotus-Baulust etwas eingebrochen.
habe festgestellt, im Multiplayer fahren die über die Linie. Das hängt wieder mit der Synchronisation wahrscheinlich zusammen. Sowieso selbst schuld, wenn er einen Schlag kriegt. Könnte hier mal klappen. Ah, es klappt. Stumpf. Fahren natürlich 20. Jetzt wird der Mischwald schon etwas dichter. Hier bin ich also schon ein bisschen weiter mit Bäumen pflanzen. Ja, auf der rechten Seite hätten wir dann den langen Findendorfer See, den wir quasi umfahren mit dieser Strecke, und auf der linken Seite den Stollensee, den wir schon kennen. Wieder da, wo es normal weitergeht. Wenn das hier irgendwann zu performance-lastig werden sollte, machen wir natürlich hier auch wieder Pappen dazwischen. Jetzt im Moment habe ich hier nur 3D-Bäume, weil hier ist ja nichts. Was soll hier performance-trächtig sein? Also kannst du ruhig mit 3D-Bäumen rumquasen bis rumkippen. Thank you.
Anschluss erstmal wieder ein bisschen Zeit zum Nachladen. Wenn ihr zu schnell fährt, kommt das mit dem Nachladen immer noch nicht hinterher. Obwohl ich das Nachladen im Stand ausgeschalten habe. Seltsamerweise. Ich weiß auch nicht warum. Also ich weiß nicht warum das trotzdem so im Stand besser nachlädt als vorne. Nächste Haltestelle. Steinstraße. Alle Türen auf. Uff. Nächste Haltestelle. Neuweilering. Habe ich am Anfang zu voll gesabbert. Ich wollte eigentlich das Video gleich dazu nutzen, mal zu schauen, wie sich denn die Fahrzeit jetzt hier auch verlängert hat durch diese kleine Umwegfahrt um den Findendorfer See. Nächste Haltestelle Hauptbahnhof. Hier bitte umsteigen zur Buslinie C nach Waldhausen. Aber das muss ich dann, da muss ich dann die Anfangszeit einfach zurückrechnen. Alle Türen auf. So. Ich komme übrigens auch schon an meine Schrummelgrenze. Die Schrummelgrenze ist dieses, ist die Grenze, wo festgelegt ist, wie lange ich dieses Kurvenkreischen von dem GT6N ertrage. Nächste Haltestelle. Schmiedeburg. Also nicht dieses Kurvenkreischen, sondern dieses. Also dieses Schmerz. Also genau dieses Geräusch.
sage ich mal. Schon beim grundlegenden Fahren müssten eigentlich Soundräume festgelegt sein. Ich weiß nicht, warum es die immer noch nicht gibt. Es ist ein Unterschied, also einen hörbaren Unterschied gibt zwischen dem sich aufhalten in der Fahrerkabine, im Fahrgastraum sein und außen auf die Straßenbahn zu hören. Da muss es doch Unterschiede geben und die müssen im Spiel auch nachvollziehbar sein. Auch das gibt es nach wie vor nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sowas in greifbarer Nähe irgendwann ist. Stelle. Promenade. Vorsicht beim Aussteigen. Bei uns macht man das. Wir haben ja auch ein paar Haltestellen, die so gebaut sind. Immer mit einem freundlichen Klingeln. Weist man die Autofahrer darauf hin, dass sie sich an einer Haltestelle befinden. Haltestelle. Es bringt in dem Moment gar nichts. Hauptsache es wird gebüttelt. Aber es kommt keiner mal drauf zu sagen, wir machen jetzt Warnblinken. Nicht mal von den Fahrern. Verstehe ich nicht. Es wäre das einfachste, Warnblinkanlage einzuschalten. Achtung, Gefahr. Gefährliche Fahrgäste. Ups, das war der falsche. Achtung, gefährliche Fahrgäste. Aber nein, man braucht diese Konfrontation mit dem Straßenverkehr. Wichtig. Nächste Haltestelle. Wenn man schon die Vorfahrtsrechte verloren hat, dann muss man wenigstens anderweitig darauf hinweisen, dass man eigentlich der Stärkere ist. Ich guck mal nicht, dass hier KI-Verkehr irgendwie von der Seite kommt. Achso, wir sind ja nicht im Multiplayer. Durfte ich eigentlich fahren können? Übrigens auch noch nicht kann, das konnte man sogar schon im Münchner R2D2 die Sonnenblende runter machen. Sieht nach wie vor nicht. Das Fahrzeug ist 2 Jahre in der Entwicklung, man kriegt noch nicht mal Sonnenrollo bewegt, obwohl es hier so viele schöne hässliche, also ich meine jetzt für einen Fahrer hässliche Sonnenblendentwicklungen schon gibt. Das bringt ja das Spiel von Hause aus schon mit. Nächste Haltestelle. Johanneskirche. Fleischmarkt. Auch mal ein bisschen, dass die Weiche steht, aber sicher, sicher. Thank you.
echt hart. Ich schwöre, ich habe da keine Prioritäten eingebaut. Nix. Da, jetzt ist es wieder mit der Performance. 15, 16 Frames. Soweit, dass sich die Räder der Geist nicht mehr drehen. Ah! Rothausen Straße. Aber der Brunnen pieselt noch. Dass da die Tropfen nicht stehen bleiben, wundert mich. Angst, das ist Teil meiner Duvac-Macke. Die Duvac-Macke ist, dass vorzeitig das Ä drückst. Die andere Duvac-Macke ist immer, dass ich Tür 1 und Freigabe gleichzeitig drücke. Selbst beim GT6N, wo das gar nicht notwendig ist. Nächste Haltestelle. Henschelwart. Nee. Jetzt könnten wir es noch schaffen. Gut. Dann sind wir gespannt auf das nächste Feature, was denn da veröffentlicht wird. Also, es müssten ja erst Fußgänger kommen, weil die sind ja schon länger in der Entwicklung. Da kommt dann wieder schön viel Arbeit auf mich zu, weil dafür muss man bestimmt wieder irgendwelche Pfade verlegen. Also ich freue mich jetzt schon auf dieses neue Feature. Und dann kommt die Fahrplanabteilung, weil die Fahrplanabteilung muss ich dann auflösen. Und die kommt dann zu mir, also ich darf dann wieder diese blöden Fahrpläne erstellen. Die dann hoffentlich nachher mit KI-Verkehr auch so funktionieren, wie sie für den Spieler funktionieren. Das ist doch nicht das Gelbe vom Ei, sag ich mal so. Nächste Haltestelle. GRR Straße. Aufpassen, dass die Ampel nicht rot wird. Ach nee, wir sind ja nicht im Multiplayer. Kaffee wird kalt.
Der war schon kalt. Na, nach den Fußgängern. Nee, kommt je noch. Nee, ja, wir. Hier ist ja wieder totenstill, hier ist ja ja kein KI-Auto unterwegs. Nächste Haltestelle, Erfurter Straße. Hier bitte umsteigen zur Buslinie B nach Berghof. Uns der GT6 Ender wieder schön über die Map gebracht. Und dank VAG liebes Gerät konnte ich sabbern und trotzdem wurden die Haltestellen angesagt. Nächste Haltestelle Niederfeld. Fahrtende. Bitte alles aussteigen. Genau. Stelle alle rausschmeißen. So, sind alle draußen? Sieht so aus. Da hat schon lange noch einen Stuhl geklaut. Ich bin noch kein Möbel geschafft. So, während ich in die Schleife fahre, sage ich wie immer Tschüss.